Durch das Heft 2 Euro eingebaut.
witzig, wie sie da mit ihren Bötchen rumkreuzen. Ja, der rechte macht das ja schon die ganze Zeit. Und jetzt kommt da links noch eins. Fisch gehört an der Nordsee einfach dazu. Und Fisch vom Feinsten gibt es im Fischrestaurant Brücke in Hooksiel am Außenhafen. Das Restaurant verfügt auch über eine eigene Räucherei. Weit über die Region hinaus bekannt sind die sogenannten Räucherabende, anlässlich deren man die selbst geräucherten Fische verköstigen kann. Auch viele Prominente haben dazu das Restaurant schon besucht. Ja, so auch immer noch. Da kommst du immer noch drauf rum, oder? Oh Mann. Mensch. Ihr hättet vorher auch gesprochen. Fang an. Die Scholzmeisterpfanne war bei den Herren, ne? Die Scholzmeisterpfanne? Ja, die war da. So, bitte schön. Mann, aber ist noch warm. Normal fängt ja, die fangen ja so bei 10 Jahren, fangen die an zu wandern. Dann kommen die aus den Küsten raus und dann schwimmen die über den Atlantik in dieser Gottschusssee. Und dafür brauchen die 2 Jahre. Da laichen die und dann sterben die. Und danach der Laiche, die Gasale, die werden mit dem Golfstrom über den Atlantik getrieben und da werden sie hier vor der europäischen Küste abgefangen. Und dann auf den Aalfarmen werden die dann verteilt. Man hatte, der Vorteil ist natürlich immer, man hat immer eine gleichbleibende Qualität. Und wenn ich einen Wildfang habe, kann natürlich auch brutal schmecken. Also so. Ja. Ja. Und so eine Flüssigkeit.
Ja. Wenn du das richtige Messer hast, bricht dir keiner ab. Nee, das Messer ist nicht richtig, er kann das nicht. Das will ich auch nicht abschneiden. Dann kriegen wir ab. Okay, ne? Schon lecker, ne? Schon. Alles gut, ja. Das ist Butterfisch. Butterfisch gehört zu der Gruppe der Makrele. Und aus dem Atlantik, weil der auch riesengroß ist. Der wird bis zu 2 Meter. Ich hab immer so 70 cm Filet. So. Und die schneide ich einmal durch und dann werden die eingesalzen und dann geräuchert. Ach, da kommt der Auto. Ja, also die Kasse. Hier kommen ja auch noch die Flossen. Das ist ja so groß wie das Brett. So groß. Meine Herren. Heilbutt ist ein Klassiker, ne? Ja. Der ist ganz hart. Ja. Und nach der Verköstigung geht es bei gutem Wetter draußen auf der Terrasse weiter. Man bekommt all das serviert, was man zuvor gekostet hatte. Garniert mit leckeren Bratkartoffeln und am besten passt dazu ein frisch gezapftes Jeferpilz.